Wir haben ja ein bisschen über dein Album gequatscht, Tim Bensko. Das nimmst du schon auf? Das war an dem Tag fertig und wir haben auch ein bisschen in die Zukunft geschaut und so weiter. Was hast du denn letztes Jahr erzählt? Sag mal, ich teste dich jetzt. Also am letzten Jahr, das war der Tag, an dem das Album fertig war. Mhm. Und witzigerweise, heute wurde das dann mit dreifach Gold prämiert. Ist das nicht der Wahnsinn? Das ist unwahrscheinlich gut. Und wir haben auch viel über die Aftershow-Party gesprochen, an die ich mich nicht mehr erinnern kann. Na, gut, was ist denn passiert? Oder beziehungsweise, was darf heute nicht wieder passieren, damit du dich ein bisschen an was erinnern kannst? Das war eigentlich ganz entspannt. Ich bin exakt um 4 Uhr gegangen, weil ich am nächsten Tag einen Dreh hatte für The Voice Kids. Aber man musste mich mit Gewalt von der Tanzfläche zerren. Ja? Das möchte ich sehen. Welchen Dance-Move denn? Ich kann immer nur den hier. Den hier. Das ist eigentlich so mein Tanzschritt. Ja. Gut. Ja. Habe ich lange trainiert. Das ist auch unfassbar, man arbeitet und arbeitet auf sowas, vielleicht nicht nur auf sowas hin, aber es ist ja schon so ein Tüpfelchen auf dem i, wenn man so ein Echo kriegt und dann muss man wieder am nächsten Tag wieder arbeiten und früh aufstehen. Ja, ist ärgerlich, ne? Aber ich bin eher so, belohne mich dann eher mit Entspannung als mit Party-ing. Ich wollte dich nur noch ein bisschen, ne? Aber total nachvollziehbar. Wir sprechen nachher nochmal, weiß es immer nicht genau. Ich guck dann auf die Uhr und schick dich sonst nach Hause, ja? Also machen wir's. Okay. Ne, irre. Team Bensko, ich drück dir die Daumen. Dankeschön. Ganz, ganz dolle. Bis bald. Tschüss.